Konstruktionsebenen sind diejenigen Flächen, auf denen gezeichnet wird. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, Objekte im 3D-Raum zu erstellen. Diese Konstruktionsebenen sind jeweils von einem dünnen Rahmen umgeben. Die bläuliche Farbe zeigt, welche dieser drei Konstruktionsebenen aktuell aktiv ist. Über den Button KI aktivieren kann eine andere Konstruktionsebene aktiv geschaltet werden. Nach Betätigung dieses Buttons ist eine Rahmenlinie der gewünschten Konstruktionsebene anzuklicken. Der Nullpunkt wird durch einen Richtungspfeil angegeben. Vorhandene Konstruktionsebenen können kopiert werden, um die entstandene Kopie an anderer Position zu nutzen. Die mittlere Maustaste drücken und im nun erscheinenden Menü den Eintrag Fläche, Kante, Achse auswählen. Es können nur aktive Konstruktionsebenen zum Kopieren ausgewählt werden. BeckerCAD erstellt nun eine Kopie dieser Konstruktionsfläche, die genau auf dem Original liegt. Das Erwischen der Kopie ist daher ein wenig knifflig. I feel my world quaking, baby, come on home. Die Kopie kann anschließend an die gewünschte Position verschoben werden. Ein Verschieben in der Z-Achse wird über den Button KE entlang Z verschieben ermöglicht. Sollen weitere Kopien vorhandener Konstruktionsebenen erstellt werden, so müssen diese jeweils aktiviert, kopiert und an die gewünschte Stelle verschoben werden. Dort gezeichnete 3D-Objekte zeigen, dass die Konstruktionsebenen erfolgreich erstellt wurden. Ist eine Auswahl mit dem Cursor nicht möglich, so können die Konstruktionsebenen auch über die Listbox in der 3D-Symbolleiste angewählt werden. Auf der Fläche eines bereits erstellten Volumenkörpers können ebenfalls Konstruktionsebenen erstellt werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dort eine Konstruktionsebene zu definieren. Bei Nutzung des Buttons KE über Schwerpunkt Fläche definieren, liegt der Nullpunkt im Schwerpunkt der ausgewählten Körperfläche. Spielt es keine Rolle, an welcher Stelle sich auf der Oberfläche eines Körpers die Konstruktionsebene befindet, so genügt es, nach Anwahl der Funktion
KE über Fläche Kante Achse definieren, eine beliebige Stelle auf der gewünschten Volumenkörperoberfläche mit der linken Maustaste anzuklicken. Das Zeichnen im negativen Wertebereich ist problemlos möglich. Soll die Konstruktionsebene mit ihren Nullpunkten exakt an Körperkanten anliegen, so ist an der gewünschten Stelle des Volumenkörpers zunächst eine sogenannte 3D-Achse anzuzeichnen. Diese Funktion befindet sich im Abschnitt Mittellinien. Die Fangfunktion wird per mittlerer Maustaste angewählt. Beim Umklappen einer Konstruktionsebene wird diese 180 Grad um die Y-Achse geklappt. Ist gewünscht, dass die Konstruktionsebene einen bestimmten Winkel zu einer Körperkante einnimmt, so kann diese gedreht werden. I walk up beside you. I turn my face to you. I'm hoping you. Die Möglichkeit, eine Konstruktionsebene durch drei Punkte zu erstellen, erleichtert es, beispielsweise schräge Bohrungen in einen Volumenkörper einzubringen. Dazu ist zunächst die Funktion KE definieren anzuwählen und sind anschließend drei Punkte am Volumenkörper anzuklicken. I see you are shaking. I feel my world quaking. Der erste Punkt bildet den Startpunkt der Konstruktionsebene, während der zweite Punkt die Richtung der X-Achse bestimmt. Der dritte Punkt wiederum bestimmt die Richtung der Y-Achse. Auch Konstruktionsebenen parallel zur Bildschirmebene können mit BeckerCAD erstellt werden. Zum Löschen von Konstruktionsebenen ist das Löschwerkzeug, das sich in der oben liegenden 3D-Symbolleiste verbirgt, zu nutzen. Turn my face to you. I'm hoping you decide. Zur Ergründung des Taleaufbaus ist eine Schnittebene nötig. Dazu die passende Konstruktionsebene anwählen und diese bei Bedarf umklappen. Anschließend im Modell Explorer die rot hervorgehobene Konstruktionsebene wählen. Per Rechtsklick aus dem Kontextmenü den Eintrag Schnittebenen hinzufügen und aktivieren wählen. KI entlang Z verschieben wählen und die Konstruktionsebene anklicken. Das Resultat ist ein geschnittener 3D-Körper, der durchwandert werden kann. Walk up beside you. I turn my face to. Die Eigenschaften von Konstruktionsebenen sind anpassbar, etwa um diese besser unterscheiden zu können.